So, danke schön für die Einführung. Genau, ich bin Susanne, das ist Anne, das kann man sich leicht merken. Wir freuen uns sehr, dass wir hier heute die Möglichkeit haben, einmal kurz über Datenkompetenz zu sprechen. Datenkompetenz ist ja ein weites Feld, vielleicht auch ein bisschen abstrakt. Und wir haben uns eine Kleinigkeit überlegt, wie wir es vielleicht ein bisschen greifbarer machen können, weil auch bei Patientinnen und Patienten geht es ja quasi um die Wurst, wenn es um die Daten geht. So haben wir uns gedacht, wir nehmen ein schönes Beispiel aus der Zeit der sogenannten Wursthysterie. Ich weiß nicht, wer von Ihnen 2015 aufmerksam Zeitung gelesen hat. Da war das plötzlich in den Medien, dass Wurst töten kann. Wurde von mehreren Zeitungen aufgenommen, dankbar aufgegriffen und auch mit Zahlen untermauert, die allerdings relativ zu sehen sind tatsächlich. Und genau da sind wir an dem Punkt, wo es dann eben um die Datenkompetenz geht. Und hier geht es im Allgemeinen auch nicht nur um diejenigen, die eben im Gesundheitssystem unterwegs sind, sondern auch wir, Sie, wir alle als Patientinnen, als Bürgerinnen und Bürger. Es sind sehr viele Animationen. Genau. Und ich klicke mal weiter. Genau. Es wurde... Ein Kollege ist ausgefallen, deswegen, ich übernehme hier gerade seine Folien. Hier gab es eine Nachricht, dass Wurstessen zu 18% quasi tödlich ist und wurde mit Rauchen und Asbest quasi gleichgesetzt. Und jetzt gehen wir einmal ganz kurz darauf ein, welcher Fehler hier gemacht wurde. Und das ist die nächste Folie. Hier wurde ein relatives Risiko mit dem absoluten Risiko gleichgesetzt. Also in dem gesagt wurde, Wurst essen oder verarbeitetes Fleisch zu essen ist 18% tödlicher, hat man das relative Risiko zum absoluten Risiko gemacht. Jetzt weiß ich nicht, wie viele sich von Ihnen damit auskennen. Und beim relativen Risiko geht es eigentlich nur darum, wie viel höher das Risiko für eine bestimmte Gruppe Menschen ist im Vergleich zu denen, die dieser Gefahr, hier in dem Fall eben Wurst essen, nicht ausgesetzt sind. Also es ist das absolute Risiko steigt in dem Moment eigentlich nur von 5 auf 5,9%. Und es ging damals eben um die Darmkrebsrate. Und deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man mit solchen Zahlen hantiert. Vor allen Dingen eben auch, wenn man zum Beispiel Journalist ist, sollte man sich genau überlegen, welche Daten fasse ich da eigentlich gerade an, welche Daten habe ich vor mir, wie wurden die erhoben, in welchem Zusammenhang stehen die, weil auch hier natürlich gerne, hat man ja an den Zeitungsartikeln dann auch gesehen, die auch gerne dann benutzt werden, um halt Schlagzeilen zu machen. Also auch Sie als Bürgerin, als Bürger, als Patientin, als Patient, hinterfragen Sie vielleicht mal, welche Zahlen dort eigentlich abgebildet sind, welche Sie da sehen und ob das alles so richtig ist. Ein zweiter Fehler, der da gemacht wurde, ist die Einstufung in Kategorien, indem das eben verglichen wurde, zum Beispiel mit Asbest und Rauchen. Es gibt im Grunde drei Kategorien. Man sagt, also entweder ist das krebserregend, es ist wahrscheinlich krebserregend oder es ist eben nicht krebserregend. Und man hat eben bei dieser verarbeiteten Wurst festgestellt, dass es eben krebserregend ist. Fällt in dem Moment eben in die Kategorie wie Asbest und Rauchen auch, weil die beide eben der Beweislage nach tatsächlich krebserregend sind, aber sie sind eben nicht gleich gefährlich. Auch da muss man einfach aufpassen, wie wurde das tatsächlich bewertet. Und darum geht es eigentlich auch, wir haben dieses Wurstbeispiel eben auch metaphorisch genommen, weil es eben auch bei Patientinnen und Patienten, es geht einfach um die Wurst, es geht um ihre Daten, es geht um unsere Daten und wir wollen natürlich auch, dass dort anständig mit umgegangen wird, dass die Daten, die da erhoben werden, auch anständig verarbeitet werden und es geht um Forschungsprojekte, wo es dann eben ja auch um die Versorgung, um die bessere Versorgung von Patientinnen und Patienten geht. Wir alle wissen Bescheid, Ärztemangel kommt, eine bessere und effektivere Versorgung wäre dann natürlich wünschenswert und dementsprechend brauchen wir gute Forschung. Jetzt gehen wir mal zu unserem Thema von dem Ruhr, nachdem wir so eine kleine wilde Einführung hatten, jetzt in die Datenverarbeitung oder was, genau. Ich weiß nicht, ob jemand was sagen kann, aber welche Daten werden denn bei einem Praxisbesuch gesammelt? Sie können es sich auch selber mal im Kopf überlegen, Sie gehen zum Arzt, was wird denn da alles an Daten aufgenommen? Also was geben Sie alles preis? Und ich klicke vielleicht einfach mal durch. Also es gibt ja mehrere Sachen, die dort dann eingesammelt werden. Wir machen einen kleinen Praxisumgang. Das fängt zum Beispiel an bei einer Online-Buchung. Ne? Wer von Ihnen hat eine App? Wer gibt es da ein? Da werden verschiedene Sachen abgefragt. Was, wann, wo? Es wird alles abgespeichert. Es gibt eine Telematik-Infrastruktur.
Dort wird auch noch mal so einiges von Ihnen abgelegt. Die elektronische Patientenakte wird heute auch noch Thema sein. Können sich gleich mal zu melden. Irgendwann, die Frage kommt gleich noch. Wer von Ihnen überhaupt weiß, was das ist, wer eine hat und wer weiß, was da alles abgelegt ist. Ne? So, jetzt gehen wir mal in die Praxis. Und da geht es dann natürlich weiter. Welche Daten werden da auch noch von Ihnen erhoben? Ne? Also es gibt Vorsorgeuntersuchungen, da werden dann Daten in Ihre Akte abgespeichert. Es gibt Befunde, alte Befunde vielleicht, auch mal Krankenhaus besuchen. Vielleicht haben Sie mal einen Therapeuten besucht, was auch immer. Und es gibt dann natürlich auch noch die Forschungsdaten, die dann gegebenenfalls irgendwo abgelegt sind, wenn Sie mal an irgendeiner Studie teilgenommen haben. Das alles liegt ja da. Und damit muss ja jemand umgehen. Und Sie erwarten ja auch, dass da anständig mit umgegangen wird und dass man im Grunde aus dem, was man da rauslesen kann, dass die Ergebnisse auch korrekt sind und dass man dann aus diesen Daten, die Sie vielleicht zum Beispiel auch für eine Forschungsstudie freigegeben haben, dass man da keinen Schabernack mitmacht, ne? So auf Deutsch gesagt. Genau, und jetzt würde ich weitergeben an meine liebe Kollegin Anne. Und genau, die macht jetzt mit dem Projekt. Dann nehme ich einmal kurz Mikro und die Fernbedienung in die Hand. Und Susanne hat es ja gerade eben schon mal angekündigt, wir steigen in eine kleine Interaktion. Und ich würde jetzt einfach mal in die Runde, die wir hier haben, fragen, wer von Ihnen hat schon mal, bevor heute, was von der elektronischen Patientenakte gehört? Wer wusste, dass sowas existiert? Das sind einige. Wer von Ihnen nutzt die denn? Wer hat eine? Das sind wenig überraschend deutlich weniger Personen. Ich würde dann einfach mal jetzt davon ausgehen, da so viele aufgezeigt haben, die EPA muss ich nicht nochmal erklären, also digitaler Datenspeicherort von Ihren Gesundheitsdaten, aber wie wir gerade gesehen haben, die EPA-Nutzung ist recht wenig verteilt, wenn man das so sagen kann. Und eine gute Nachricht für alle, ab 2025 haben wir alle eine EPA. Ich weiß nicht, für wen das eine neue Information ist, aber deswegen, das ist jetzt unser kleiner Service-Hinweis. Sie alle bekommen ab 2025 eine EPA. Bisher war es so, dass Sie selber entscheiden müssen, will ich eine EPA haben, das selber anstoßen müssen und diese eben auch selber mit Ihren eigenen Daten befüllen müssen. Klar können Sie Unterstützung von Ihrem Behandler, Ihrer Behandlerin erhalten, aber momentan sind Sie selber verantwortlich dafür. Ab 2025 verändert sich das. Und das Ganze wird von Ihren Behandlern befüllt und wenn Sie das nicht möchten, müssen Sie aktiv widersprechen. Das ist das sogenannte Opt-out, was jetzt kommen wird. Das heißt, wer das nicht möchte, sollte sich bis 2025 dran machen, sich an die Krankenkasse melden und sagen, möchte ich nicht. Das Schöne ist, also Sie können einerseits gesamt sagen, die EPA möchte ich nicht, wie hier auf dieser kleinen Grafik vom BMG, die bereitgestellt wurde, gezeigt ist, können Sie auch gegen einzelne Dinge widersprechen, die Sie nicht in dieser Akte haben wollen. Und Sie können auch sagen, ich möchte, dass einzelne Behandler manche Dinge nicht sehen. Also Sie haben immer noch die Hand über Ihrer E-Akte, aber sie kommt. Wir bekommen sie alle. Das heißt, wenn die E-Akte da ist, die digitalen Daten genutzt werden, muss natürlich auch kompetent damit umgegangen werden. Und da kommt jetzt der Übergang zu unserem Projekt DIM Ruhr, der natürlich gar nicht so geplant war. Und einmal kurz ausholend, wer ist DIM Ruhr, was macht DIM Ruhr? Wir haben eine kleine Folie mitgebracht, wer alles so dabei ist. Einerseits die Universität Wittenherdecke, wo Susanne und ich beide auch arbeiten. Die RUB ist dran beteiligt, die Ruhr-Universität Bochum. Die Hochschule für Gesundheit ist mit dabei, die Hochschule Niederrhein, Orca NRW, wie angekündigt, ist mit dabei, das Fraunhofer ISST und das ZB Med. Also DIM Ruhr sehr Ruhrpott veranlagt, aber deswegen sind wir heute auch hier. Und was wollen wir machen? Datenkompetenz, klar. Die Frage ist aber natürlich erstmal, was ist Datenkompetenz überhaupt? Und wir haben versucht, das in einzelnen Fragen runterzubrechen, um zu zeigen, womit beschäftigen wir uns? Was wollen wir den Leuten klar machen? Das sind Fragen wie, was sind überhaupt Daten? Oder welche rechtlichen Vorgaben gibt es überhaupt, wenn ich mit Daten arbeite? Gerade Gesundheitsdaten gibt es sehr, sehr viele rechtliche Vorgaben, die eingehalten werden, weil es eben auch sehr sensible Daten sind. Wie kann ich Sozialdaten einsetzen? Und wie kann ich ethisch damit umgehen? Auch wie kann ich beruflich oder auch privat in meinem Umfeld die Nutzung von Daten fördern, zum Beispiel durch die Nutzung einer E-Akte. Wie werden Daten aufbewahrt? Wie werden sie gespeichert? Wie kann ich sie langfristig speichern? Wie komme ich an Daten, wenn ich mit Daten forschen möchte? Wo bekomme ich überhaupt Datensätze her, mit denen ich arbeiten kann? Wie kann ich Daten auswerten? Gerade im Forschungsbereich sehr, sehr wichtig.
Und auch, wie kann ich Daten für andere verständlich machen? Nicht nur bei uns in unserer kleinen Forschungsbubble, sondern auch, wie kann ich nach außen tragen, was Daten bedeuten, um vielleicht nicht solche Fehler zu machen wie Bild-Zeitung und Co., wie wir das am Anfang gesehen haben. Und das sind all die Dinge, die wir gerne vermitteln wollen. Das soll sowohl in Forschung und Versorgung passieren. Also einerseits natürlich, wir sind ein Forschungsprojekt, wir kommen aus der Forschung, aber die Daten, die wir brauchen, entstehen in der Versorgung. Das heißt, auch die Versorgung muss berücksichtigt werden, auch die Versorgung muss geschult werden. Wie wollen wir das Ganze machen? Auch eine wichtige Frage. Wir haben versucht, die Projektziele etwas kurzfristig zusammenzustellen. Ich weiß nicht, wie gut das lesbar ist. Von hier kann ich es schlecht lesen, aber zum Glück weiß ich grob, was da steht. Wir haben das Ganze in drei Bereiche geteilt. Wir wollen die Lehre unterstützen, wir wollen die Forschung unterstützen und wir wollen uns vernetzen. Deswegen sind wir unter anderem auch heute hier. Bei der Lehre geht es klar darum, wir wollen Lehr-Lehrangebote schaffen, insbesondere OER-Angebote, die eben auch nachgenutzt werden können, wenn es uns irgendwann nicht mehr gibt als Projekt. Wir wollen einen physischen Experimentierraum schaffen, also eine Möglichkeit schaffen, wo Menschen hinkommen können und wirklich aktiv mit realen Daten arbeiten können, ausprobieren können, wie fühlt sich das an. Und sogenannte Research-Tons oder Hackathons veranstalten. Ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist, besonders in der Informatik kennt man das. Menschen kommen zusammen, arbeiten an einem Problem und das wollen wir eben mit unseren Daten auch machen, um den Leuten Kompetenzen an die Hand geben, Kompetenzen zu schulen in realen Settings. In der Forschung wollen wir insbesondere junge WissenschaftlerInnen unterstützen und auch neue Forschungsprojekte anstoßen und zur Vernetzung Veranstaltungen wie diese besuchen, natürlich eigene Veranstaltungen veranstalten wie Clusterkonferenzen, wie Workshops und uns eben auch mit anderen Datenkompetenzinitiativen vernetzen, denn es passiert einiges im dem Bereich Datenkompetenz und wir wollen keine Einzelkämpfer sein, deswegen versuchen wir gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Dann ist natürlich die Frage, für wen machen wir das überhaupt? Wir sind heute beim University Future Festival, also natürlich Studierende, sind eine sehr, sehr große Zielgruppe von uns. Wir haben sehr viele universitäre Standorte dabei. Das heißt, Studierende werden in jedem Fall angesprochen. Studierende Medizin ist, glaube ich, die offensichtlichste Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, weil das die ersten Personen sind, an die man im Gesundheitswesen denkt, aber eben auch Studierende von Gesundheitswissenschaften. Immer mehr Gesundheitsprofessionen sind mittlerweile ein Studiengang und auch dort werden Datenkompetenzen immer mehr gefordert. Dann muss ich einmal kurz näher rangehen. Haben wir auch natürlich Studierende der Medizininformatik, Studierende von Gesundheitsmanagement, diverse Studiengänge, die mit Gesundheit und mit Daten zu tun haben und die Datenkompetenzen brauchen. Aber wir haben uns überlegt, wir wollen natürlich nicht nur die Studierenden, die irgendwann später in den beruflichen Alltag starten, schulen, denn, wie Sie gesehen haben, die EPA 2025 kommt, Datenkompetenzen werden jetzt gefordert. Deswegen wollen wir auch Personen, die bereits im Beruf sind, unterstützen. Also MedizinerInnen, Medizinschwachangestellte, Versorgungsforschende, aber auch so Professionen wie BeraterInnen in Versorgungsstrukturen. Es ist sehr klein, Entschuldigung. Und das sind Leute, denen wir eben Datenkompetenz für ihren beruflichen Alltag an die Hand geben wollen. Die Vermittlung an Studierende, wie wir sie planen, ist erstmal relativ offensichtlich. Wir haben einige Hochschulstandorte dabei, die Ruhr-Universität Bochum, unsere UWH, die Hochschule Niederrhein, die Hochschule für Gesundheit. Das heißt, dort haben wir direkten Zugriff auf die Studierenden, können die Studierenden schulen, können Kurse anbieten, sei es entweder im Curricula fest verankert, was natürlich auch immer mehr kommt, oder eben auch mit Wahlpflichtkursen, wo wir natürlich hoffen, dass die Studierenden alle begeistert mitmachen. Aber eben auch langfristig, weil die meisten Leute, die vielleicht auch selber in der Forschung arbeiten, kennen das Problem. Irgendwann ist das Projekt vorbei und wir wollen, dass die Dinge weiterleben und weiter genutzt werden. Deswegen ist Orca für uns auch ein so wichtiger Partner, um eben unsere Lerninhalte, die wir erstellen wollen, die wir sammeln wollen, sowohl für Studierende als auch für Lernende zugänglich zu machen und diese auch langfristig nutzen zu können. Ah, das war zu schnell. Die Vermittlung an Berufstätige ist nicht ganz so einfach. Da müssen wir uns auch noch ein bisschen was überlegen, wie wir am besten auf diese Zielgruppen zutreten können. Aber auch an unseren Hochschulen gibt es bereits Initiativen,
Oh, Entschuldigung. Gibt es bereits, zum Beispiel Susanne leitet die, das MFA-Forum, wo MFAs zusammenkommen, die sich eben in dem Beruf weiterbilden wollen. Und auch zum Beispiel in so einem Rahmen können wir eben berufstätige Personen schulen, wollen aber eben auch diese Personen zu unseren Vernetzungsveranstaltungen einladen und eben auch Selbstlernangebote anbieten, um den Personen eben Datenkompetenzen näher zu bringen. Damit wäre ich schon am Ende, unsere kurze Reise durch Ruhe mit Ihnen zu teilen. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, zumindest bis zu dieser Stelle. Wir machen gleich, glaube ich, noch eine kurze Fragerunde. Auch vom gesamten Team von dem Ruhe vielen, vielen Dank. Und falls Fragen sein sollten, unsere E-Mail-Adresse ist auf der Folie. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne jederzeit bei uns. Super, vielen lieben Dank, Anne, Susanne, ihr habt ja sehr vorbildlich die Zeit eingehalten. Ich musste ja gar nicht meine Warnungen mit Handzeichen aussprechen. Das heißt, wir hätten jetzt noch Zeit für Fragen und ihr habt ja auch schon einige gestellt am Anfang, ne, so zum Warm-up. Gibt es also hier im Publikum Fragen, dann meldet euch bitte mit Handzeichen und ein Mikrofon wird zu euch gebracht. Da ist tatsächlich eine Frage. Mag jemand zu dem jungen Mann mit Mikrofon kommen, um die Frage zu stellen? Vielen Dank. Das Mikro ist unterwegs. Ja, danke. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Sie haben am Anfang auch die Frage gestellt, wie man ethisch mit Daten umgeht. Also ich komme aus der Ethik tatsächlich und ich wollte deshalb fragen, wie Sie die ethischen Fragen halt bearbeiten, anhand welcher Methoden, welchen Ansätzen, eventuell Modelle etc. Also wenn Sie was dazu was sagen können, würde ich mich interessieren. Danke. Die Frage, Gesundheitsdaten zu nutzen, ist natürlich immer eine ethische Abwägung. Einerseits Datenschutz einzuhalten, andererseits natürlich die Forschung voranzubringen, was ja den Patientinnen auch wieder zugutekommt. Und es sind auf jeden Fall momentan Diskussionen da, inwieweit die Daten zugänglich gemacht werden können. Und das sind Fragen, die wir uns aktiv stellen. Wir haben auch Leute bei uns im Projektteam, die sich aktiv mit der Ethik auseinandersetzen. Das ist leider nicht meine Profession. Deswegen weiß ich nicht, wie zufriedenstellend ich Ihre Frage beantworten kann. Aber es wird bei uns im Team auf jeden Fall sehr diskutiert. Ich kann vielleicht noch ergänzen, wir haben zum Beispiel auch einen Patientinnenbeirat bei uns an der UWH und wir haben auch mit denen das Thema Forschungsdaten besprochen, also haben auch uns quasi von den Betroffenen oder von den Bürgerinnen und Bürgern mal so ein bisschen eine Meinung eingeholt, wie die das Thema eigentlich sehen und genau auf der Basis wird dann natürlich auch in anderen Projekten weitergearbeitet. Da ist schon die nächste Frage. Das Mikrofon kommt auch schon an den Platz. Genau, auch von mir vielen Dank. Hochspannendes Thema. Ich habe noch so ein bisschen gedacht, wir sind ja bei offenen Materialien, offener Bildung letztlich auch. Gibt es da Gedanken, Ideen, gerade das Thema EPA in die Öffentlichkeit zu tragen, Stichwort Third Mission, da also vielleicht auch zu informieren, was da drin ist, möglicherweise auch differenziert zu beschreiben, was möglicherweise kritisch sein kann und was auch nicht. Das ist ja ein Feld von bis. Ich finde es persönlich auch hochinteressant, mich damit zu befassen aus der Patientensicht. Gibt es da Überlegungen, das zu öffnen? Bei uns ist natürlich erstmal die Patientinnensicht nicht Projektbestandteil, weil wir erstmal die Leute, die mit den Daten arbeiten, schulen wollen. Aber natürlich ist es hochrelevant, dass die Leute eben wissen, was mit ihren Daten passiert. Wie man vielleicht auch gemerkt hat, was 2025 mit der EPA passiert, ist noch nicht so weit bekannt. Deswegen sehen wir auch auf jeden Fall den Bedarf, dass da von den Krankenkassen im besten Fall, die ja dafür verantwortlich sind, auf jeden Fall noch Informationsangebote kommen. Ich habe eben von einem Kollegen schon gehört, er hat tatsächlich eine E-Mail bekommen, die ihn darüber informiert. Und deswegen hoffen wir, dass das auch nach und nach in der Gesellschaft ankommt und alle wissen, was mit ihren Daten passiert. Super. Gibt es noch, ja, es gibt tatsächlich noch Fragen aus dem weltweiten Web. Daniel, magst du sie reinrufen? Ja, ich muss nicht rufen, ich habe auch ein Mikro. Dr. Thomas Jorgensen fragt, haben Sie über die Verbindung mit dem europäischen Health Data Space nachgedacht? Also eine sehr konkrete Frage. Ich schaue gerade zu meinem Chef und er nickt, das heißt ja. Hallo Herr Jorgensen, ja, darüber wurde nachgedacht. Okay, danke. Sehr gut. Daniel, gibt es noch weitere Fragen? Nee, aktuell nicht im Chat. Okay. Und vor Ort sehe ich jetzt auch kein Handzeichen. Dann nochmal ganz vielen Dank, Anne und Susanne, für den spannenden Vortrag. Und
behaltet das Projekt gerne im Auge, auch später mal auf Orca. Die Materialien, wie ihr gesagt habt, sollen ja langfristig zur Verfügung stehen. Nochmal ganz vielen Dank euch beiden. Danke, dass wir hier sein durften.